zusammenhalten, also fast wortgleich. Und deswegen auch an Sie die Frage, welche Bräuche und Traditionen halten denn die deutsche Gesellschaft für Sie zusammen? Eine Gesellschaft wird von gemeinsamen Werten konstituiert. Und natürlich gibt es unterschiedliche Lebensweisen. Und das Problem ist ja, dass die Kulturkämpfe eben von zwei Seiten geführt werden. Also von einem ziemlich arroganten, eher privilegierten, auch grünen Milieu, großstädtisch geprägt, die ihre Lebensweise zur einzig progressiven erklären und wo man sich dann schon rechtfertigen muss oder wo auch Menschen sich herabgesetzt fühlen, weil sie ein Verbrennerauto fahren, weil sie Fleisch essen, welche Sprache sie... Welche Bräuche und Traditionen war die Frage, Frau Wagenknecht? Ja, und ich finde, wir müssen das Gemeinsame wiederfinden. Also ich finde, wer als Veganer leben möchte, wer in der Großstadt lebt, wer seine Wege mit dem Fahrrad macht, das ist doch okay, das ist doch seine Lebensweise. Aber der hat keinen Anlass und auch kein Recht, herabzusehen auf Leute, die eben anders leben und auch in der Kleinstadt anders leben müssen und die zum Beispiel ihr Schnitzel auch deshalb bei Aldi kaufen, weil sie sich den Bioladen gar nicht leisten können. Ich möchte aber auch gern zu der Frage von Leitkultur noch etwas sagen, weil das ist eben, dass wir wieder zu einem Zusammenhalt in der Gesamtgesellschaft trotz dieser Unterschiedlichkeit finden müssen. Und das hat natürlich schon auch einen wesentlichen sozialen Aspekt. Und den klammert die CDU fleißig aus. Weil die Frage ist ja, was ist die Leitkultur einer Gesellschaft, wo die mächtigsten Akteure vor allem von dem Streben angetrieben sind, aus Geld mehr Geld zu machen und wo die Politik der letzten Jahre, das galt für die CDU, das galt auch für die SPD, in erster Linie in der deutschen Politik, Frau Wagenknecht, gilt das aber für Sie? Nein, ich meine, wir haben leider Gottes in Deutschland bisher wenig Macht gehabt, um das zu verändern. Wir haben eine Politik, die immer stärker die Gesellschaft ökonomisiert hat, kommerzialisiert hat, die immer mehr Bereiche, Gesundheit, Pflege, Wohnen, dem Renditestreben ausgeliefert hat. Dadurch ist die... Sehr gute Punkte in diesem Kulturkampf. Die Kultur, die ist zu einem Großteil durch die ökonomischen Zwänge, die wir in unserem System haben, geprägt. Und wenn man immer mehr Marktprinzipien unterwirft, also man denke an die Privatisierung unseres Gesundheitssystems oder man denke daran, dass die FDP, also SPD und Grüne machen da ja auch mit der Aktienrente Teil unseres Rentensystems an die Börse bringen will. Also was für Fragen wird das haben? Werden junge Rentner dann in Zukunft zitternd auf den Kurs des MSCI World schauen müssen, wenn sie sich fragen, wie hoch irgendwann ihre Rente sein wird? Also sind das wirklich die Aussichten, die wir haben wollen? Also das sollten wir uns wirklich mal überlegen. Diese Gesellschaft immer stärker eben auch von diesem Aspekt, ich mache aus Geld mehr Geld, geprägt worden. Und natürlich dann zu sagen, ja, wir haben keine gemeinsamen Werte mehr, dann brauchen wir eine Politik, die überhaupt das Gemeinwohl mal wieder nach oben holt, die überhaupt bestimmte Bereiche aus dem Kommerz rausnimmt, die sagt, dass Krankenhäuser eben nicht dazu da sind, Gewinn zu machen, Pflegeheime nicht dazu da sind, dass der Wohnungsmarkt raus muss, dass dort nicht Immobilienhaie dominieren, Spekulanten dominieren. Das wäre eine Politik, die echte Werte in unserer Gesellschaft wiederherstellen könnte. Ist das da das Publikum so klatscht? Also sonst ist das ja immer ziemlich Anti-Wagenknecht eingestellt in den öffentlich-rechtlichen Talkshows. Aber wirklich viele richtige Punkte angesprochen und ich glaube, so kann man was Produktives aus diesem Kulturkampf rausholen. Den Fokus aufs Ökonomische lenken. Die Ökonomie hat einen unglaublich großen Einfluss auf die Kultur. Und in einer Gesellschaft, wo es immer nur darum geht, mehr Geld zu machen und wo ja dabei 99% der Bevölkerung letztlich hinten runterfallen, ja, da hat das eben auch negative Einflüsse auf uns alle. Also das sollte man viel mehr herausstellen. Das sage ich auch immer wieder. Das BSW sollte sich vor allem auf Wirtschaftspolitik konzentrieren. Ich finde, da hat Frau Wagenknecht einen ganz zentralen, und das ist wirklich der Wundepunkt, das ist, worum es geht. Man muss von einer Leitkultur überzeugen. Man kann sie niemandem verordnen. Man kann das Grundgesetz verordnen. Ja, wir haben keine Gesinnungsordnung, wir haben eine Rechtsordnung. Von einer Kultur muss man überzeugen. Und auch dieses Liebe zum Heimatland, wie Sie ausgedrückt haben. Wie sollen denn Menschen sich mit ihrem Heimatland identifizieren? Wie sollen sie es lieben können, wenn sie das Gefühl haben, dass die Werte, die wir vor uns hertragen, ja, Menschenrechte, Menschenwürde, Gleichheit, wenn diese Werte am Ende nicht gelebt werden. Und das ist ein Problem, was Deutschland international gerade hat. Das ist nicht nur, dass die Migranten draufschauen, dass die Muslime draufschauen. Wir haben das Gefühl, dass letztendlich man vorgibt, Menschenrechte und Menschenwürde zu achten. Aber im Kleinen wie im Großen, im Nationalen wie im Internationalen erleben wir, dass letztendlich Kriegsverbrechen wegdiskutiert werden, dass wir das humanitäre Völkerrecht brechen. Wir unterstützen militärisch, finanziell einen Konflikt. Ich will aber Konflikt. Beim Thema Leitkultur bleiben. Gott,
sagen Sie bloß nichts über den Nahostkonflikt. Sie dürfen hier die liberalen Muslime geben und sich darüber klagen, wie das sind. Aber Sie dürfen bloß nichts über den Nahostkonflikt sagen. Also das gegen Deutschland gerade ein Verfahren wegen Beihilfe zum Völkermord läuft. Bloß nicht erwähnen, bloß nicht erwähnen, bloß nicht erwähnen. Das ist auch dieser Louis Klamroth, also einen größeren Propaganda-Clown konnte man sich hier nicht holen. Also der ist ja, hat sich ja schon in seinen ersten Sendungen, wo er Sarah Wagenknecht auf übelste Art und Weise versucht hat zu diffamieren, da hat er sich ja schon blamiert. Also ich weiß nicht, ob er euch daran noch erinnert. Aber jetzt hat er sich angewöhnt, die Gäste frühestmöglich abzuwürgen, sollten sie irgendwas sagen, was zu sehr gegen den Strich gehen könnte. Das ist nämlich das Thema, wo Cola Hübsch nicht auf Linie ist. Deswegen wird sie da ganz schnell ausgebremst, bevor sie irgendwas Gefährliches sagt. Zusammen, das gehört zusammen. Wir können von einer Kultur nur dann glaubwürdig überzeugen, wenn wir diese Kultur auch glaubwürdig vorleben. Als Regierung, als Bevölkerung. Der Punkt ist rübergekommen. Und deswegen